Feuer! Es ist Mittwochmorgen. Ich bin in einer Bundeswehrkaserne in Ostwestfalen und werde mit Klamotten ausgestattet. Ja, also vom Gefühl her würde ich sagen, eine Nummer größer, oder? Also oben ist ein bisschen sehr. Das heißt, es wäre dann die 2. Ne? Oh, so. So eine Uniform trage ich heute zum ersten Mal. Ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr Wehrdienst leisten musste. So. Wir können. Fühlt sich komisch an irgendwie, als würde man in ein Kostüm schlüpfen und den Alltag hinter sich lassen. Ich habe mich für ein sogenanntes Bundeswehrcamp angemeldet. Eine Schnupperwoche für Jugendliche, die den Soldatenberuf näher bringen soll. Die Bundeswehr braucht solche Werbemaßnahmen, denn seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt ist, gibt es Nachwuchsprobleme. In der Öffentlichkeit stehen aber vor allem die großen Social-Media-Kampagnen. Die neueste nennt sich Bundeswehr Exclusive, bei der 8 Soldaten beim Auslandseinsatz mit Kameras begleitet werden. Aber was passiert in den Bundeswehrcamps hier in Deutschland? 2 Tage lang mache ich den Test, denn ich will wissen, stehen hier vor allem Spaß und Action im Vordergrund oder lernt man auch die ernsten Seiten des Berufes kennen? Der erste Programmpunkt heute ist eine Hindernisbahn. Die anderen Camp-Teilnehmer scheinen schon voll in ihrem Element zu sein und kommen anmarschiert. Sie sind schon seit 2 Tagen hier. Also kurz Hallo sagen und ab in die Reihe. Wir sind jetzt an der Hindernisbahn. Das ist ein typischer Bereich, den die Soldaten öfters in ihrer Dienstzeit aufsuchen, um die Fitness zu trainieren und um typische Bewegungsabläufe, die man im Gelände machen muss, zu üben. Alle Hindernisse werden uns vorgemacht und erklärt. Eine mögliche Technik, es gibt noch weitere Varianten, das ist die einfachste. Aber bevor wir drüber dürfen, müssen wir uns erstmal aufwärmen. Okay, wir sind die erste Gruppe, bevor die anderen uns in den Hintern laufen, geht's gleich los. Jeder das Hindernis, die ersten 2, 3 noch im Kopf. Ja. Linke Hand nehmen, ja, Beine baumeln lassen. Jetzt. Komm. Ich trau mich nicht. Lass los. Steh hier. 1, 2, 3, los. Mit Sicherheit finden, im Gruppenrahmen, alle zusammen. Seit 2012 bietet die Bundeswehr solche Camps an. In diesem Jahr gab es so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Über 2000 Jugendliche waren es bereits bis Mitte des Jahres. Wer teilnehmen möchte, muss sich an ein Karriereberatungsbüro der Bundeswehr wenden. Hier werden die Jugendlichen bei Interesse an ein passendes Camp vermittelt. Von der Luftwaffe bis zur Marine. Ich kenne den Tipp. Dieses Camp ist vom Zentralen Sanitätsdienst. Die meisten hier wollen bei der Bundeswehr Medizin studieren. Aber die Grundausbildung ist für alle gleich. So flach wie möglich. Auch wenn ein paar Teilnehmer so ihre Schwierigkeiten haben, so richtig herausfordernd finde ich die Hindernisbahnen nicht. Also, wofür das Ganze? Den Körper trainieren. Ja, um dann in Stresssituationen dann eventuell dann den Kopf frei zu haben, weil man dann nicht mehr so sich auf den Körper konzentrieren muss. Für mich sind diese Stresssituationen hier aber ziemlich weit weg. Klar, ich bin erst seit ein paar Stunden dabei, aber bislang finde ich alles eher locker und spaßig. Wie sehen das die anderen Camp-Teilnehmer? Ich habe mich hier beworben, jetzt direkt beim Medicamp, einfach um einen realitätsnahen Eindruck zu bekommen. Bis jetzt hat sich dieser Wunsch erfüllt und auch bestätigt und ich bin wirklich sehr froh, dass es hier dieses Angebot gibt. Dieser Marsch und sowas, das gefällt mir eigentlich, das macht Spaß. Diesen geregelten Tagesablauf zu haben, finde ich eigentlich auch interessant, weil man zu Hause, ja, nach der Schule chillt man sich auf dem Sofa, macht mal nichts. Und hier ist es wirklich von morgens bis abends so ein Programm. Das finde ich eigentlich mal cool, das so zu sehen, wie es wirklich ist. Programm von morgens bis abends. In der Grundausbildung vielleicht noch realistisch. Aber ist das der Alltag eines ausgebildeten Soldaten? Unser nächster Programmpunkt steht jedenfalls fest. Nee. Rechts mal rein. Ohne Tritt. Grundstellung. Und Marsch! Links.
Die Jugendlichen marschieren zurück zu ihren Stuben, zur Körperhygiene, wie man hier sagt. Mein Kameramann und ich werden von einem Presseoffizier gefahren. Auch, weil wir noch ein paar Bilder von der riesigen Kaserne drehen möchten. Bei den Motiven ist die Bundeswehr gerne behilflich. Da und da bekommt ihr gute Bilder, heißt es. Ein Satz, den wir während des Camps immer wieder hören werden. Für die Bundeswehr sind solche Reportagen auch eine Chance. Das Ziel? Aufmerksamkeit. Das gilt auch für den letzten Programmpunkt an diesem Tag, eine Panzershow. Auf dem Kaserngelände finden parallel mehrere Camps statt. Bei der Panzershow kommen alle zusammen, denn sie ist ein Highlight, heißt es. Was genau hier gleich passiert, kein Plan. Bevor es losgeht, kriegen wir erstmal einen Gehörschutz verpasst. Es wird laut, wurde uns versprochen. Viel Spaß bei der dynamischen Waffenschau und viel Freude. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Spaß und Freude mit Panzern. Darum geht's hier also. Plötzlich kommt über Lautsprecher auch die passende Musik. Die Show beginnt. Und bitte. In der Version A7. Aber das war erst der Anfang. Die Bundeswehr haut alles raus, was sie hat. Auch musikalisch. Von Star Wars bis AC/DC ist alles dabei, um die dynamische Waffenschau in Szene zu setzen. Auf mich wirkt das in dem Kontext einfach nur skurril. Bisschen wie ein Kriegsfilm in den 80ern. Ist nur Übungsmunition, aber trotzdem mega laut. Und es wird noch mehr geballert. Die anderen Camp-Teilnehmer feiern die Show. Richtig geil, meint einer hinter mir. Über Gefahren fällt kein Wort. Jetzt kann wieder raus. Ja, die Mütze kann auch wieder ab. Ich guck mir das Ganze jetzt mal ein bisschen näher an. Und schon geht's wieder los. Die meisten Teilnehmer hier sind zwischen 16 und 19. Viele kennen die Bezeichnungen der Panzer und Waffen in- und auswendig. Das Ganze hautnah zu erleben, löst Begeisterung aus. Mich macht das eher skeptisch. Bei all dem, was es hier zu sehen gibt, geht mir die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf. Was genau ist denn das Ziel? Also was soll quasi nach so einer Show, sag ich jetzt mal, bei den Jugendlichen hängen bleiben? Also bei den Jugendlichen soll am Ende der Woche eine klare Entscheidung stehen, für oder gegen die Bundeswehr. Beides hilft uns gleichermaßen. Es ist also keine reine Verkaufsshow, sondern wir zeigen uns hier, wie wir sind. Mit allen Vorzügen, die der Soldatenberuf hat, aber auch mit allen durchaus nachteiligen Dingen, wie zum Beispiel die Teilnahme an Auslandseinsätzen. Wir versuchen hier ein realistisches Bild zu stellen und es ist eben keine Show, so wie Sie gerade gesagt haben. Panzer, die mit Star Wars Soundtrack durch die Gegend ballern. Für mich ist das eine Show und vermittelt eben kein angemessenes Bild von gefährlichen Auslandseinsätzen. Ich bin gespannt, ob die Nachteile des Soldatenberufs bald noch Thema im Camp sind. Für uns endet der erste Tag aber hier. Wir fahren in ein Hotel, denn in der Kaserne dürfen wir nicht übernachten. Ja, guten Morgen an Tag 2. Es ist noch mal eine Ecke früher als gestern, und zwar ziemlich genau 6.15 Uhr. Und das hat den erfreulichen Grund, dass heute Morgen direkt mal ein Fitnesstest ansteht. Ja, und da gucken wir mal, ob ich da irgendwie durchkomme. Heute bin ich beim Camp der Panzerbrigade 21. Wir müssen zum sogenannten Basis-Fitness-Test antreten. Ein Test, den jeder Soldat einmal jährlich absolvieren muss. Nach einer kurzen Ansage und Warm-up geht's los. Insgesamt gibt es 3 Stationen. Die erste ist ein Pendellauf. 11 × 10 Meter in maximal 60 Sekunden. Zieh, zieh, zieh!
43 Sekunden. An der zweiten Station muss man einfach nur hängen. Mit dem Kinn über der Stange, mindestens 5 Sekunden. Ich schaffe 45. Fertig, los. Und als letztes steht draußen ein 1000 Meter Lauf an. 4 Minuten 22, 4 Minuten 24. Ja, ich glaube insgesamt, also dass es ein Fitnesstest ist, an dem man sich ziemlich gut rantrainieren kann. Habe ich aber nicht. Und so fühle ich mich gerade auch. Deswegen gehe ich erstmal duschen. Die anderen marschieren zurück zu ihren Stuben und ich komme wenig später nach. Dann die befohlenen Tätigkeiten aufhören, wegnehmen. Ja, jetzt wird aufgeräumt. Hm? Jede Stube muss sauber sein. Dreck im Mülleimer oder Falten in der Bettwäsche sind auch im Camp nicht gern gesehen. Einfach ein Grundpfeiler militärischer Disziplin. Fängt auf der Stube an, fange ich da an, unordentlich zu sein, fange ich bei mir selbst auch irgendwann an. Das darf der Soldat nicht. Also das ist im Grunde der Grund, warum das überhaupt gemacht war, genau. Das Prinzip dahinter. Genau. Okay. Einfach Disziplin zu erlernen, Ordnung zu erlernen, das ist der Hintergrund. Klar. Und hier üben wir nochmal ein bisschen Symmetrie, ne? Jo. Gut, wenn ich gleich wiederkomme, ist das richtig. Bei all der gewünschten Disziplin kann es auch mal lauter werden. Für die Jugendlichen hier ist das völlig okay, habe ich das Gefühl. Sie haben in kürzester Zeit den Habitus der Bundeswehr angenommen. Stramm stehen, gehorchen, ausführen. Vielleicht ist es aber auch das Wissen, dass das Ganze nur eine Schnupperwoche ist, die man jederzeit abbrechen kann. Und auch, weil der Ton hier nicht allzu hart ist. Jetzt? Ist der Ansatz noch relativ niedrig, weil die Gruppe auch mitarbeitet. Wie hart kann es denn werden? Härter, deutlich härter. Also in diesem Rahmen hier nicht fürs Herbstcamp, aber die, generell in der Truppe. Jugendlichen sollen schon mal ein Gespür dafür bekommen, in welche Richtung es gehen kann. Genau. Also einfach ein Anbrüten, was den Ton angeht. Der ist einfach notwendig, um manche Sachen umsetzen zu können. Ein Anbrüten, mehr aber auch nicht. Was ganz oben auf der Liste steht, ist Action. Der nächste Programmpunkt lautet Orientieren im Gelände. Natürlich im Panzer. Passende Musik dazu können wir auch. Ganz ehrlich, hat richtig Bock gemacht. Jo, war geil. Irgendwie gefühlt voll unnötig, aber geil. Auch die anderen Camp-Teilnehmer bekommen das Dauergrinsen kaum aus dem Gesicht. Episch nennt es ein Mädchen in der Pause. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wofür diese Maschinen eigentlich gemacht sind und was für Erfahrungen Soldaten in diesen Dingern machen, wie viel Spaß darf das dann eigentlich machen? Über die Gefahren wird jedenfalls auch hier nicht gesprochen. In unserer Pause wird uns stattdessen erklärt, wie man sich richtig tarnt. Geschminkt. Getarnt. Der eigentliche Grund für Tarnung, nämlich im Krieg zu überleben, ist schnell Nebensache. So richtig ernst nimmt das hier keiner. Willkommen zum Schminktutorial Teil 1. Heute grün. Nach dem Schminken geht's in einem anderen Panzer zur letzten Station für heute. Spätestens jetzt fühle ich mich wie in einem Abenteuerurlaub. Mit Schminke im Gesicht und Wind um die Ohren fahren wir dem Sonnenuntergang entgegen. Bundeswehrromantik zum Anfassen. In wenigen Minuten aber wird sich das ändern. Wir sind in einem Waldstück auf dem Übungsgelände. Hier wird gleich rumgeballert. Trotz Übungsmunition dürfen wir aber nur zusehen, denn während des gesamten Camps sind Waffen für die Teilnehmer tabu. Bevor es losgeht, macht der Übungsleiter eine klare Ansage. Ich habe den Auftrag, einmal Ihnen vorzustellen in Form einer Lehrvorführung die Rettungskette auf der Ebene kämpfende Truppe. Weil Grundbefähigung für jeden Soldaten ist der Kampf. Und der Kampf führt meistens dazu, dass es Verwundete oder auch Tote gibt. Für mich ist es das erste Mal im Camp, dass die Gefahren des Soldatenberufs so deutlich angesprochen werden. Diese Übung soll das vor Augen führen. Übungsbeginn!
Verwundeter. Armer Fritz durch die Situation. Ja, einmal hier verwundet, dann auch links. Johnny, hier 8, Bravo 1, kommen. Auch wenn es nur eine Übung ist, sie macht was mit mir. Live zu sehen, was als Soldat passieren kann, ist etwas anderes als Erzählungen oder Videos darüber. Hier kommt die Bundeswehr im Camp ihrer Verantwortung nach. Beim anschließenden Essen im Feld tausche ich mich mit anderen über die Übung aus. Jetzt haben wir gerade die Übung gesehen mit Dickschießerei und dann noch Sanitäter. Wie hast du das wahrgenommen? Also wir kannten das ja jetzt schon so ein bisschen von der Schießerei, von den ganzen anderen Übungen, die wir jetzt hatten in den letzten Tagen. Also es war eigentlich ganz cool. Weil ich persönlich habe erst gedacht, so boah krass, weil man vorher durfte mal Panzer fahren und irgendwie alles vorher war irgendwie so ein bisschen spaßig. Und das war so eine Situation, wo ich das erste Mal so dachte, ja krass, irgendwie da wird einem so vor Augen geführt, was halt auch passieren kann. Ne? Hat man das auf dem Schirm? Ja, eigentlich nur nicht so wirklich, also man, und es wird ja gelehrt, aber eigentlich, es tritt erstmal so in den Hintergrund, weil es alles so faszinierend ist. Klar darf sich auch die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Aber wenn am Ende hängen bleibt, dass Schießereien mit Schwerverletzten ganz cool und irgendwie faszinierend sind, dann läuft irgendwas schief. Mit welchen Mitteln die Bundeswehr sonst noch um Nachwuchs kämpft und warum auch das zum Teil echt problematisch ist, das seht ihr in meiner anderen Reportage, die ich euch verlinkt habe.